Willkommen zum letzten Video in der Videowoche. Falls du die Videowoche nicht gesehen hast, werde ich dir mal den Ordner und das i legen. Da gibt es noch einen zweiten Ordner mit Videos aus meiner ersten Videowoche. Beide findest du unter dem i. Und wir sprechen heute über ein Produkt, was ihr unbedingt haben wollt. Das hat am allerbesten abgeschlossen. Diese Creme ist aber nach heutigem Stand nicht zu bekommen. Auf der Homepage von No sind 2 Wochen beschrieben. Also wenn man sie bestellt, dauert es 2 Wochen, bis man sie bekommt. Da gibt es irgendwie auch gerade, keine Ahnung, irgendwie einen Rückstau. Man bekommt ja auch gleich die Nachricht, wenn man auf die Homepage geht, dass das alles ein bisschen länger dauert. Ich kann mir aber vorstellen, dass da irgendwie irgendwelche Rohstoffe Probleme machen. Denn mein DM hat sie schon lange nicht mehr. Vereinzelte DMs, ich habe es mal ein bisschen in der Region geguckt, ob sie irgendwo im Sortiment ist. Vereinzelte DMs in meiner Region haben sie noch. Da ist sie wahrscheinlich noch nicht ganz abverkauft gewesen, aber bei mir gibt es die gar nicht mehr, schon länger nicht mehr. Und online bei DM kann man sie natürlich auch nicht bestellen, wenn sie bei No auch nicht zu bestellen ist. Erst in 2 Wochen eben. Aber ihr könnt ja die Review trotzdem angucken, denn irgendwann wird es die Creme wieder geben. Und sie ist ja fester Bestandteil im Sortiment, Gott sei Dank. Denn wir können an der Stelle auch mal über das geschickte Marketing sprechen. Die Celebrate-Creme ist für jeden. Und das ist natürlich ein wunderbares Marketing im Hintergrund zu dem Produkt. Sie hat unterschiedliche Deckel, was eben dieses ist für alle, egal welches Geschlecht deklariert ist, wir zelebrieren die Creme und so weiter. Aber das sind die anderen Produkte auch, muss ich an der Stelle sagen. Ne? Also ich bin ein großer No-Fan, obwohl ein paar Produkte für mich gar nicht funktionieren, aber die Marke mag ich halt echt mega gerne. Und wenn eine Marke eben eine Creme rausbringt, in der 5 Ceramide drin sind, dann springe ich natürlich drauf an. Ich dachte, bei den ersten Beschreibungen irgendwie auch über Instagram dachte ich halt, oh Gott, die ist nichts für mich, weil eben so die Beschreibungen in die Richtung gegangen sind, dass es nur für trockene Haut sei. Also das wurde von mir auch so gelesen, es wurde ja auch von anderen so gelesen. Und das ist aber nicht der Fall. Also ich habe mich dann schon überwinden müssen, die Creme zu kaufen, weil bei mir ist es halt so, ich habe eine fettige Mischhaut und ich creme mich nicht gern mit einer Creme ein, die meine Haut zu sehr beschwert und schmierig fettig macht. Also wenn jemand mit fettiger Haut seine Haut reinigt, dann möchte er natürlich nicht danach wieder den Zustand haben, den er davor hatte. Und das ist für mich halt so ein Komfort, den die Creme bieten muss. Und das erfüllt sie Gott sei Dank. Also da dachte ich echt so, im Himmels Willen, hoffentlich ist sie nicht zu schwer. Aber das ist sie tatsächlich wirklich nicht. Ihr könnt euch daran erinnern, es gibt noch eine Creme mit 5 Ceramiden, nämlich die von Colibri. Und seitdem habe ich keine Creme mehr in der Hand gehabt, die irgendwie das erfüllt hat. Die von Colibri hat so ein bisschen eine Versiegelung auf die Haut gebracht. Ich habe die Creme vorgestellt, ich werde das auf jeden Fall mal unters i legen. Das haben wir hier natürlich nicht, obwohl sie jetzt so rein von der Erinnerung her eigentlich fast noch teurer ist wie die von Colibri, weil man hat von der Colibri-Creme ja schon eine richtig große Flasche gehabt. Hier haben wir ja eine relativ kleine Menge. Und das Positive an der Sache ist aber, die No-Creme, die kriegen wir, wenn sie zu bekommen ist in der Drogerie. Aber momentan, nach heutigem Stand, wo ich das Video aufnehme, sagt eben die Homepage selber von No, dass es 2 Wochen dauert, bis man die Bestellung bekommt. Ob das jetzt ein allgemeines Problem für die Creme ist oder ein allgemeines Problem irgendwie bezüglich der Inhaltsstoffe, kann ich natürlich nicht sagen. Das weiß ich nicht, weil ich mir auch durchweg vorstellen kann, dass es Lieferprobleme gibt oder so. Weiß man an der Stelle einfach nicht. Aber sie ist ein Standardsortiment. Und wenn du jemand bist wie ich, der eben gut auf Ceramide anspringt und meine Haut liebt das halt einfach, da ist die Creme halt wirklich richtig toll. Wir haben Arnika hier noch drin, was ja eben auch Rötungen abschwächt. Also Arnika wirkt entzündungshemmend, wirkt auch auf die Haut selber reizreduzierend. Das tun eben die
die Ceramide auch. Deswegen ist sie halt so ein bisschen mehr in Richtung trockene Haut konzipiert. Aber da ich habe das ja schon in einem Video zugegeben, eine Skinpickerin bin, sind solche Cremes für mich natürlich echt wichtig, damit sich eben die Haut wieder so ein bisschen regenerieren kann. Das schützt nicht vor meinem Skinpicking-Problem, aber das schützt meine Haut so einigermaßen. Ne? Und deswegen greife ich immer gern zu solchen Cremes. Ich sage ja immer noch, ich würde mir die Urea-Creme von Balea Med wünschen mit mindestens einem Ceramid, dann wäre das die perfekteste Creme mit der perfektesten Konsistenz. Und ich muss an der Stelle aber auch wirklich sagen, Cremes kann man einfach so nicht so wirklich für andere Leute reviewen. Deswegen sage ich immer meinen Hauttyp auch dazu, denn da reichen schon Nuancen und eine Creme funktioniert nicht für dich. Ne? Deswegen lohnt sich das immer, sowas auszuprobieren. Und wenn du andere Erfahrungen mit der Creme gemacht hast, schreib das gerne unten in die Kommentare. Bei mir auf der Haut wirkt sie so ein bisschen. Also bei mir ist, glaube ich, wirklich das Ding mit der Shea-Butter, die möchte bei mir nie direkt in die Haut rein. Besonders nicht, wenn die Haut so ein bisschen feucht ist, weil sie eben bei einer guten Skincare-Routine ist. Da habe ich dann immer Schwierigkeiten, das so aufzutragen. Die Creme wird auf der Haut so ein bisschen wässrig. Ne? Also sie hat nicht den hundertprozentigen Siegeleffekt, wie jetzt die Creme von Colibri hat. Aber dennoch schützt sie und ja, macht eine Versiegelung auf die Haut, auch wenn sie es für mich nicht so anfühlt, weil sie eben auf meiner Haut so ein bisschen wässriger wird. Ne? Also das hatte ich bis jetzt auch noch nicht bei einer Creme, dieses Gefühl, also dieses Feuchtigkeitsgefühl. Gott sei Dank ist es ein Feuchtigkeitsgefühl, denn wie schon erwähnt, wenn das halt wirklich eine fettigere Konsistenz gewesen wäre, dann wäre sie halt für mich gar nichts gewesen und ich hätte sie halt wirklich verschenken müssen. So kann ich wirklich die Creme immer mal wieder bei mir in meine Routine einbauen, gerade wenn ich Ceramide brauche, gerade wenn ich eine gereizte Haut habe, trage ich die halt eben auf und bin halt positiv überrascht, dass sie halt wirklich ja, funktioniert. Sie wäre trotzdem, wenn ich jetzt mit der Colibri Creme vergleichen müsste, wäre sie trotzdem kein Nachkaufprodukt. Und ich glaube, sie ist tatsächlich ein bisschen teurer. Aber bei der Colibri Creme habe ich natürlich auch gesagt, das muss man an der Stelle auch sagen, die war mir zu groß. Das war ja voll die Riesenbottle. Aber man merkt, wie gut der Preis eigentlich von der Colibri Creme ist, im Gegensatz jetzt zu der kleinen No Celebrate Creme. Ich hoffe für euch, die kommt schnell wieder in die Märkte zurück oder man kann sie schnell wieder online bestellen. Das würde ich mir für euch echt wünschen, denn sie ist halt echt mega gut und Ceramide sind halt wirklich ein Inhaltsstoff, der für mich in meiner Skincare-Routine einfach nicht mehr wegzudenken ist. Welche Erfahrungen hast du mit ihr gemacht? Schreib mir das gerne unten in die Kommentare und vielleicht erzählst du mir, welchen Deckel du hast. Der Orangene hätte mir echt auch gut gefallen, muss ich sagen, aber der Flieder ist auch nicht schlecht. Ich sage danke fürs Einschalten, schön, dass du bei der Review-Woche dabei warst. Gib auch diesem Video einen Daumen nach oben, ich würde mich freuen. Und ja, wir sehen uns in den Kommentaren wieder. Du findest die Playlist unter dem i, nebst einer zweiten Playlist. Ich sage danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.